So, da sind wir. Ja, da sind wir wieder auf jeden Fall mit Wakefest und es geht weiter mit dem zweiten Teil des Turniers. Lauf Nummer 4. Also heute der heutige Lauf Nummer 1, also wie gesagt, gerade auch wieder drei Rennen. So, was ist unser Ziel? Einen Gegner zerstören auf jeden Fall und dreimal Roundhouse crashen. Einmal? Weiß ich nicht. Wir bleiben jetzt hier freiwillig. Wobei der hier war absichtlich. Guck mal, wer wir da vorne haben, mit den Metals, wie wir da eben. Ja. Wobei ich gerade dem. Aha, da haben wir noch einen Rivalen gerade gekriegt. Klar, dass du da noch dich heimisch, mein Freund, Mean Rattler. Dass du da. Ah. Ich kann jetzt gerade nichts machen. Jetzt wurde ich wieder mit den reinen Fighten wieder an dieses Turnier. Wir haben nur irgendwo Mittelfeld. Ich bin gespannt, wie weit der Abstand ist nach vorne. Das sind 10 Runden, 10 Sekunden. Also machbar, alles so. Klung. Nicht in den stehende Auto rein. Ich soll einen rausdrehen, es war kein Rauscrashen. Kleiner Rivale. Und tschüss. Das haben wir sogar noch rausgekriegt, um einen rauszuschießen. Und den rauszuquetschen. Den wollte ich jetzt mitnehmen. Also wir sind doch schon wieder Fünfter. Also 6 Sekunden Rückstand haben wir mit da. Das sieht ganz gut aus. Mal gucken, ob wir den heute kriegen. Da ist es erreicht. Können wir jetzt 3 Gegner. Damit ist es okay. Jetzt arbeite ich mich rein in das Feld. Ja, da vorne sind die zwei Jungs. Der eine hat sich gerade verabschiedet. Den hol ich mir jetzt mit dem Schlag. War aber keiner von unseren Leuten. Also für den Markier, oder? Ein Auto wieder verabschiedet. Das war wieder einer am Ende des Feldes. Da sind sie, die beiden. Die jagen sich gerade ein bisschen gegenseitig. Ich wollte nämlich dem Rot noch einen schönen mit verfassen. Ja, ich glaube, das wird gerade sehr schwierig werden, hier dieses Rennen zu gewinnen, aber es ist alles noch möglich. Führe da ist momentan the Raid. Das heißt gerade der. Es könnte das schwarze Auto was vor uns sein, oder? Das ist das Gelbe. Da ist das schwarze Auto, ja. Den nehmen wir noch mit. Na klar, wer hat der sich? Der will unbedingt vorbei da an uns. So. Jetzt ist er weg, weil jetzt habe ich nämlich in das ein Auto gedrückt, was da rausgerutscht ist. Und das passiert mir genau das gleiche, aber. Noch führen wir das Rennen an und wir haben noch 4 Runden. Können wir das Rennen hier gewinnen? Wir halbe Leben haben wir da. Dann etwa 4 Rennen Folge gewonnen. Jetzt arbeiten wir uns da durch. Wunderbar. Boah, Alter, immer wieder diese Wrackteile oder diese ausgebrannten Wracksalen Führung. Es führt wieder ein cooler anderer Kollege. Also jetzt relativ schnell unsere Führung wieder los. Das könnte klappen. Passt!
Ich hoffe, dass er jetzt nicht komplett aus dem Rennen, also nicht aus dem Rennen, aber aus dem... aus der Gruppe verabschiedet hat, aus dem Wagen verabschiedet hat. Also ein bisschen Laufbahn sind drin, sind irgendwie ziemlich durch. So, nur noch 3 Runden jetzt. Da liegt doch alles rum und alles ausgebrannt. Okay, der verkrümelt sich ziemlich direkt. Ja, viele Autos können gar nicht mehr so wirklich drin sein, weil da nicht mehr so viel kommt. Wir haben die zwei Jungs direkt hinter uns mit Kenbow und Rabadak. Das soll mir auch persönlich recht sein. Aber die tragen ziemlich direkt aufeinander und kämpfen da untereinander. Schießt euch ruhig gegenseitig weg, das wäre mir super. Mir lieber. So, Lucky 99. Und wer ist das davor? So, Bier. Die glückliche 99 und der Bär. Genau, lasst mich in Ruhe. Schießt euch ruhig gegenseitig weg. Interessiert mich in herzlich wenig. Ich schieße im Zweifel auch meine Kontrahenten weg, die haben wir auch ein bisschen jetzt gerade abgehängt. Dann haben wir diesen Lauf auch für uns entschieden. Ich glaube auch, wir haben die Tagesziele wieder erreicht. Wir sind mittlerweile über Level 36. So, weiter geht's. So, Lauf Nummer 5 und 6. Auch hier sind es wieder 12 Runden. So, wieder ein Ziel. Ein Gegner zerstören und 1500 Schaden. Die Schaden kriegen wir relativ easy hin, aber die Zerstörung... Ja, gucken wir mal. Bis jetzt haben wir alles hinbekommen. Genau, haut euch mal da gegenseitig weg. Das ist ein Scheißdreck, was er da fabriziert. Dass am Anfang viel passieren wird. Eigentlich bist du hier am besten direkt ganz hinten oder ganz vorne. Im Idealfall bin ich da lieber ganz vorne. Boah, den hat es aber auch zermürbt. Aber ja, mega viel hat er noch nicht weggekriegt, aber ich habe auch nichts bekommen. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Strecke, wo ich schon mal was verloren, wo ich ein Rennen schon mal rausgeworfen habe. War schon einer von der. Oh gut, da konnte er wahrscheinlich nichts allzu viel für.
Da konnte ich ein bisschen was dafür. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich dich nur einen Ticken rausdrücken, damit du mir nicht so weit, damit du mir nicht vorbeifliegst. Das heißt, sonst ist der Nachzug dann noch ein Gegner da rein. War jetzt natürlich nicht die Beabsichtigung. Ja, aber das ist halt wegfest, ne? Ich denke mal, da würde ich im Online-Modus auch was laufen. Das war jetzt muss mal komplett in die Waage genommen, weil der eine kam nicht von hinten und ich kam noch von vorne. Der eine hat es jetzt rausgehauen, das ist unser demolierter Punkt jetzt auch mal dick. Dafür hat er aber auch gut drin was weggekriegt, nämlich 3 über 30. Jetzt habe ich ihn. Das war jetzt unsere Absicht. Weil ich wollte nämlich das Zerstören hinkriegen. Jetzt halte ich mich ein bisschen raus. Jetzt sollen sie nämlich schön gegenseitig von der Strecke köschen. Umso mehr, umso besser. Hier stehen sie alle anderen. Okay, da gab es jetzt gerade den zweiten, den ich demoliert habe. Das war jetzt mal keine Absicht. Wir werden das jetzt auch so machen, aber jetzt Richtung Finale irgendwann gehen, werde ich nämlich nur noch eine Folge war auch, wenn die relativ kurz sind, sondern eine 10-Minuten-Folge oder so. Ich denke, dann passt das auch, dann brauche ich nicht so ewig aufzunehmen. Was auch jetzt im Hinblick auf die nächste Zeit kommt, weil ich war nicht so im Urlaub und möchte ein bisschen was sonst Folgen rausknallen. Jetzt müssen wir schon ein bisschen was kürzer streben und ein bisschen kürzer machen, damit wir die Menge hinbekommen. Damit ich euch genug Material, Content bringen kann für die Zeit. Das ist gerade, ich habe Urlaub bestätigt bekommen, das heißt, ich kann auch in der Zeit, wo ich jetzt ein bisschen Urlaub habe, jetzt am Wochenende und dann jetzt in der Zeit, wo ich dann Urlaub habe, wo ich sowieso noch nicht weg bin. Ich glaube, ich fahre ab dem 15. und habe dann schon den 13. und 14. hier frei. Vor allem haben wir gerade mal jetzt 5 Runden weg, ne? Krass! Fällt mir jetzt gerade mal nur so auf. Jetzt war doch immer voll der Felsen. Volle Distanz haben. Ja, die Distanz. Ich dachte, wir sind schon bei 8, 9 Runden. Nein, der kam mir gerade entgegen. Ist ja der in der Tat Drittplatzierte. Jetzt mal ja gut, das ist jetzt etwas länger, das sind jetzt quasi wie 24 Uhr vorher. Achso, nur so nebenbei, auch wenn ich in der Zeit, wo ich jetzt keinen Urlaub bin, gibt es natürlich auch keine Leistung. Es wird jetzt noch ein Wochenende kommen am Sonntag. Und Japan ist das, wenn ich jetzt richtig auf dem Schirm habe. Und dann geht es weiter mit 2 Wochen Pause und dann geht es weiter mit hoffentlich bald auch wieder mit Assassin's Creed. Also ich komme momentan einfach von der Zeit her nicht dazu. Aber zwischendurch komme ich überhaupt nicht dazu, mit anderen was zu machen.
weil andere Projekte unterhalten sind. Ging ja auch bei Minecraft jetzt also genauso. Minecraft wird jetzt wieder regelmäßig kommen. So, welcher Kollege soll jetzt nach vorne? Das könnte jetzt tatsächlich gerade Frosty gewesen sein, ich gerade rausgenommen habe aus dem Rennen. Das ist gefühlt jetzt das längste Rennen. Wo ist denn das jetzt vorne wieder? Da ist kein Name drüber. Ah, Nomad, der Viertplatzierte. Gleich die Nomad auch raus. Damit haben wir nur noch. Ne, noch einer ist raus. Lucky 99. Wenn ich Glück habe, ich jetzt gleich nur noch der Einzige auf der Strecke. Oh. Das war der Zweitplatzierte, den ich gerade rausgenommen habe. Den ich gerade weggedreht habe da. Also, der momentan Vierplatzierte ist raus. Ist definitiv raus. Das heißt, wir sind nur noch zu drei Autos auf der Strecke. Da kommt einer. Und damit haben wir nur noch einen. Der hat eine Minute Rückstand auf mich. Runde 9. Die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich den jetzt auch noch rausnehme aus dem Rennen? Weil den einen habe ich ja. Ich habe den drüber weggeschossen gerade. Raus. Und dementsprechend habe ich das Rennen gewonnen. Weil ich hätte mich jetzt gewundert, wenn wird das jetzt abgefilmt wurde, oder wird es rausgedrängt nach dem Ende? Nö. Du ziehst also komplett die 12 Runden durch und das, obwohl ich jetzt eigentlich nur noch allein auf der Strecke bin. Es ist ein Auto noch dabei. Und wir haben das Ding gewonnen, weil sie alle raus sind. Der sich gerade selber ausgenockt hat, nach dem Dreher. Ich wollte schon rausnehmen, wollte ich mir jetzt rausschießen. Aber wie gesagt, ich bin das Rennen den letzten, vorletzten Lauf. Also das Turnier haben wir eh gewonnen, klar. Kann ich aber sogar mit dem DNF die komplette Punkte kriegen würde. Da wundert sich jetzt für den Sieg. Ich jetzt gleich mal gucken. Also 24 Autos waren mal am Start. Jetzt in der seit Runde 10 oder 9 oder 10 sind jetzt nur noch dieses mein einziges Auto auf der Strecke, aber ich quasi. Das heißt, wir haben gleich den letzten Lauf, denn da steht der gute Lucky 99 mit seinem weißen Auto da. Da hat er alles vor sich irgendwie hinbrennt und raucht. Und drehen wir hier einsam unsere Runden und gehen jetzt in die allerletzte Runde hier. Und fahren sogar nochmal eine neue Bestzeit. 55,80. Also 180.
Und damit gewinnen wir dieses Last Man Standing, also das unfreiwillige Last Man Standing. Hier, So, letzter Lauf gleich. Und dann haben wir's. Mal rein. So. Gut, letzter Lauf. Dann haben wir's. So, was haben wir hier als Aufgabe? Beldesposition 1, okay, und die beste Runde. Alles klar. Das ist das große System. Die beste Runde kann ich nicht garantieren, aber was 1 sagt, soll ich auch möglich sein. Wenn man hält, aber auch wieder hier 12 Runden sein. Aber das sind jetzt die kürzesten. Kürzerer als das, was wir jetzt davor hatten. Und auf einmal sitzen wieder alle drin und wir haben wieder ein bisschen was. Das Feinde, wir haben Gegner auch. Also nicht Gegner, sondern Konkurrenten, wie auch immer. So, jetzt führen wir sogar das Rennen an. Sich irgendwas weggedreht da vorne. Ah, da sind schon wieder zwei Streithähne hinter auch wieder, die sich jetzt gegenseitig mal wegquetschen. Oh. Der eine flügt gerade mal den kompletten Rasen rum. Du Arschloch! Finde ich gar nicht so, ich kann jetzt gerade nicht viel machen. Jetzt komme ich natürlich komplett in dieses Megafeld. Ich konnte überhaupt nichts machen, ich war zu noch Passagier gerade. Okay, kleiner Mann, dann bist du jetzt hoffentlich als nächstes gleich dran. Dieses schwarz-rote Auto da vorne. Der ist momentan zwei Plätze. Den möchte ich mir so. Oder 6er, 5er? 5er. Gut, du haust dich gerade selber raus. Und Metal Screamer, den will ich mir jetzt holen. Weil der gerade ein bisschen sehr auf Assi fährt. Aber von mir. So, das war für das eben. Weggeköcht habe, weiß ich nicht, ob ich gewinne aus dem Rennen rausgenommen habe, weiß ich gerade nicht. Ist mir aber gerade scheißegal, das fehlt noch so mit der Rache. Boah, Alter! Jetzt geht es ein bisschen was schneller, weil wir jetzt gerade echt viel zu tun, da haben wir ein bisschen zu kämpfen. Blonken als den nächsten Mal nicht. Gar nicht raus. Ich muss die 201 packen. Also die 20, die ist.
sogar noch mal eine. Ja, habe ich eine bessere gefahren. Weggehauen habe. Aber wir gewinnen dieses Rennen und ich glaube, die beste Runde haben wir auch. Ja, damit haben wir es geschafft. Platz 1 beendet und die beste Runde. Und ich habe damals sämtliche Tagesziele mitgenommen. Überhaupt. Und das war auch das letzte Rennen für heute. Aber nicht ganz eine, alle. Naja, bitte mal sagen, wir machen Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Haunted Destruction.